Also wir haben eine Razzia bekommen gestern am Was? PD, Wieso? Por qué? weil wir aufs PD geschossen haben, da wo sie uns gesagt haben, wir sollen die abknallen in der Nacht. Ich meine, wo ein Klon hat uns das gesagt von ihnen, da haben wir gedacht, dass sie das sind. Das fanden sie ja Ich gar habe einen nicht. Beschluss hier, Mr. Bitcoin. Das ist Warte mal, du eine meinst, wo ich unter Drogen Mitteilung. stand? Ja, Ja. genau. Was? Mr. Bitcoin? Wo sie das dann am nächsten Tag, wo sie nicht Ich einmal weiß, wieder dass der da revidiert ist, haben. Bruder. Ich esse gleich was. Ich habe alles versucht, Mr. Bitcoin. Wir hatten eigentlich auch einen Deal, aber der wurde leider gebrochen. Und die haben wohl letztens schon eine Razzia bei uns versucht. Das war da, Erlik, wo ich wir noch danke dir. rechtzeitig Erik, Bescheid danke bekommen schön. haben. Vielen, Deswegen sind vielen sie auf Dank. einen Mobil ausgewichen und jetzt haben sie den Beschluss verlängert und gestern Abend durchgezogen. Danke für 10 Minuten 5000 vor der Subs. Kriegsvertragsfahrt. Genau, das war nämlich der nächste Punkt. Wir haben einen Kriegsvertrag gegen OGs gemacht. Wann? Für wann? Gestern. Ah, der fängt heute an. 20:30 Uhr. Oh ja, Mirda. Ich Deswegen hab habe ich auch sowieso den. Hunger, Mirda. Ich hab sowieso Hunger. Deswegen habe ich auch Sieh. den grünen Pulli an. Wie waren die letzten Kämpfe Was mit steht im OGs? Kriegsvertrag drin? Ach so. Wir haben beide gewonnen. Also wir haben ja den einen Kampf gewonnen. Da haben sie ja, also da waren sie auch dabei. Da haben sie auch gesagt, sie wollen einen Kriegsvertrag. Und dann hatten wir einen Tag später auch wieder einen Kampf. Und den haben wir dann gewonnen. Auch wieder. Wie Also waren es die gab so? Wie waren die an eigentlich. der Wand? Sauer? Die waren Nee, gestern die haben extrem nicht gebrochen. geredet. Also nicht alle. An der Wand nicht, Mr. Bitcoin, aber sie hatten Rommel sehen müssen. Der war kurz davor, die Stadt zu verlassen. Ja, dann Ne? Erik O'Neill, Digga. Der war komplett am Boden. Der hat sich auch überall beschwert. Er sagt, das DOJ arbeitet für uns, das PD arbeitet für uns, das MD. Er sagt, alle Zivilisten gehen ihm auf den Sack. Und die OGs waren ziemlich weit in die Frustration getrieben. An der Wand waren sie ziemlich ruhig. Soll ich Ihnen die Sachen vom Kriegsvertrag vorlesen? Die Bedingungen. Ja, das würde mich interessieren. Guter Punkt. Also wir kämpfen halt eine Muni-Route, dann ist es ein Best of Five. Die Forderung enthält 5 Millionen. Also 5 Millionen für die Waffenroute ist der Einsatz. Für die 20:30 Uhr Waffenroute, für die Munition meinst du? Munitionsroute, sorry. Wann Sie Kriegszeit ist von 20:30 Uhr bis 0 Uhr. Gekämpft wird über dem Observatorium. Am Tag so viele Kämpfe wie möglich. Nigel, Equip danke Zeit dir. ist 30 Minuten, keine Interieure sind erlaubt. Ortswechsel und Campen gibt es keine Regel dazu. Zwischenfights sind, gibt Preset es Fight sein nicht. Vater sein. Oder zusätzliche Regeln sind nur MK2 bis 250er. Da muss ich aber sagen, End, ist ein Dankeschön. Nachteil für uns gewesen. Okay. Weil, ja, den Vorteil, den wir hätten, steht genau vor uns. Es geht, Nicht die sollen auch Q6, sondern Langwaffen die haben. dahinter. Die Pulli. haben nämlich Langwaffen. Langwaffen. Woher? Weiß nicht, fragen die Tiger. Der steht doch hier. Von den Geschäftsmännern. Aber Und wenn wieso habt ihr so diesen Punkt viele. reingemacht? Von den, also ich weiß gar nicht, ich war bei der Verhandlung nicht dabei. Ich glaube, es Ich wussten, habe glaube ich, nicht alle. Schwarzmarkt gehört. Tja, Ola. Es geht Männers. Ihr verfügt über Habt ihr keinen Krieg? Langwaffen? Ja, ich habe eine Woolpup. Montag, nein. Vom Schwarzmarkt. Ja, wir haben die ganze Zeit den gleichen Schwarzmarkt seit Wochen. Wieso funktioniert das bei uns nicht, Mierda? Ist nur eine geringe Chance. Ist Weil wir nicht keinen immer. halten. Wir werden immer angegriffen, während wir Krieg haben, Mr. Also wir brechen unseren Krieg ab. Also wir hatten Kafkas im Fight, dann sind wir direkt GmbH, haben wir die auch weggeschickt. Aber man kann daraus keinen Krieg machen, ne, dass ihr wisst. Sonst wird ein bisschen schwierig. Ich verstehe. Das heißt, Priorität ist, der Schwarzmarkt zu beschützen. Also wenn ihr Langwaffen wollt, ja. Aber es ist auch, wie gesagt, ist geringe Chance, die zu bekommen. Ne? Nur wenn du die 3 Tage hältst, heißt nicht, dass du eine bekommst. Ist noch keiner Pass auf jeden ausgestiegen Fall auf, von denen? sonst könnte noch ein Auto kommen, ne? Alter, diese Dribbel-Bergfights machen so keinen Spaß, ne? Von Aber ich überhaupt ist doch verstehe auch niemand nicht, wieso wir wieder auf hochgestiegen. Berge stehen, Normalus. Ich verstehe das nicht. Ja, Ja, das alles ist andere halt die macht keinen neue Sinn, Taktik, müsst ihr keine Ahnung. verstehen. Ja, lass uns Ein hier Auto runterfahren. für Lass uns doch. den. Wieso müssen wir uns immer nach denen orientieren in Kämpfen? Ich verstehe es wirklich nicht. Wir sind gerade Ein gesandwiched. Auto Wir für können jetzt nicht Kyrie. runterfahren, das Problem. Adriana hat wieder Kopfschmerzen. Die ganze Masse jagt euch. Blick, ich glaube, ich habe Crash. Komm mit. Ganze Masse jagt Please euch, Troll? Lady Oder ich habe doch spottet nicht gesagt, euch, die dass ich das sind unten machen am will. Strand. Die sind Komm, unten am Das ist Strand, so ein alle Gedanke von verteilt. mir Komm, war. komm, komm. Die kommen über die Mogli. Komm, wir kommen hinter denen, kommt mit. Die sind unten am Sind welche Strand, die oben am Berg meisten. nochmal? Du halten da welche. Ups. Nein, doch, ein Auto hält Ja, da. oder? Scheint ausgestiegen zu sein, das Auto. Kommt Fahren auch, hinten. da fahren auch wieder ein paar hoch. Da Geht fahren auch wieder ein paar hoch. Geht links und rechts, verteilt euch. Ich fighte hier. Ja, komm Mogli mit. fightet. Die sind immer noch am Fuße, das ist also ein mittlerer Berg ungefähr. Sieht noch Mittlerer keiner Berg. und streckt sie Von aus, denen streckt gibt sie es aus. Wasser. Einer immer noch hier, Die sind doch Hälfte davor. Berg, Hälfte Vor Berg. Hilfe. Okay, fahr mal Die einen sind Auto vor, fahr mal ausgestiegen, einen ein Auto paar sind hier vor. ausgestiegen, Komm, ein paar, die steigen hier aus, die steigen hier unten aus. Ja, dann geht die Die bitte. steigen hier unten Aber aus. einen.
Komm, sehr schön, mach komm weiter, Mugli, weiter, Mugli. Guck nach hinten, ein paar Leute müssen im Auto bleiben. Mugli liegt, die sind unten da auf diesem Berg, ihr seht die. Ja, wir sind rennen Berg hoch, die rennen Berg hoch, die rennen Berg hoch. Sehr schön, Junge, die rennen Berg hoch. Die rennen Berg hoch. Die werden vor euch kommen, die werden vor euch kommen. Nimm das hier links, nimm das hier links. Die werden Berg hoch kommen. Die werden vor euch kommen, die werden vor euch kommen. Die laufen jetzt gerade den Berg hoch, zwei Autos noch vor denen. Ey, wir haben hier Müllpeak, ne? Ich sag zwei Autos noch vor denen. Habt ihr nicht. Okay. Die nehmen Auto als Schutz, Sind die links von uns schon oder wo sind die? Nein, die sind genau vor euch, die sind genau vor euch mäßig. Ja, so links von uns. Und? Ja, in der Kuhle. Peak, ne, pass auf. Bleibt hinten. In der Kuhle, da können aber niemals alle sein. Ein Auto ist zurück, weggefahren, der will bestimmt hinter uns kommen. Ein paar haltet da, aber ihr müsst ein bisschen weiter links. Ey, wo wir Die machen eine Reihe. Hinter euch kommen welche. Komm zu mir, die vorne pushen noch nicht. Komm, halten, jetzt kommt doch mal zu mir, komm, wir pushen. Okay, jetzt pushen die vor euch pushen. Komm mit. Die vor euch pushen. Vor euch kommen die hoch, die kommen gerade Berg hoch, die wollen den Berg hoch. Komm, geht da drauf, die wollen den Berg hoch. Nimm die Spitze ein mit mir, komm. Die wollen den Berg hoch. Vor mir direkt die Spitze, komm, lauf da drauf, komm. Die pushen immer weiter hoch. Der Heli landet auch hier. Vor euch kommen die hoch. Hinter euch sind auch noch welche. Soll ich hinter den landen, Yves? Na? Komm, ihr müsst mir helfen. Komm, push dich doch da oben jetzt. Komm, push dich. Geht hoch, schnell. Ey, die Masse push. Komm, push dich da oben, push. Lass, bitte, push da oben. Ey, wir halten links die andere Masse auf. Ja. Nein, Digga. Scheiße. Ich war zu nervös am Ende. Zwei Kills habe ich geholt. Ja, check. Links von uns auch noch. Nora ist tot. Adrian. Komm, lass die Fresse, Bruder. Hab drei. Ey, vor mir noch Richtung deren Masse, wo die. Du hast den, Maria, du bist. Komm, lass hoch. Scheiße, Adriana geht alleine, der wird. Oh, nice, Adriana. Ich hab den. Unter mir irgendwo. Litecoin ist auch noch hier. Nein. Oh, Litecoin gegen Hakimi. Oh, was macht Litecoin da? Komm hoch, geh nicht runter. Stark, Litecoin. Noch einen. Ich glaub, letzter. Wo bist du? Ich bin hier oben, da wo der Masse gefunden hat. Digga, dieser Pick hier war so wichtig hinter dem Auto! Der war so wichtig hier! Oben auf dem Berg. Geht gar nicht rein. Zwei Leute leben noch von denen. Hat er Litecoin geholt? Ja, Litecoin liegt. Was macht er da oben? Der piekt da die ganze Zeit zwischen den Autos. Ja, der andere läuft da weg. Der läuft weg? Die müssen ein, halt einen müssen die eigentlich. Boah, wie spannend. Ja, zwei denke ich, aber den da oben können wir nicht pushen. Wollen wir den da unten alleine pushen? Können wir versuchen. Aber ist dumm, der hat glaube ich eher. Warte mal. Ja, wir müssen irgendwas machen, bevor die gleichzeitig kommen. Komm, wir laufen auf den Druck. Es ist los, links. Los, vor dir, links. Ich hab den. Ich
stark. 2 gegen 1. Jetzt müssen die ruhig bleiben. Jetzt müssen die ruhig bleiben. Die müssen jetzt ruhig bleiben. Der rennt zurück. Die müssen einmal ruhig bleiben. Ich gehe ein bisschen runter, damit keiner vor kommen kann. Ja, komm, lass ihn mal einfach bitte pushen. Ich kann mir das nicht geben. Er kommt. Warte. Das Problem ist, wenn wir ihn da pushen, der hat einen besseren Peak auf uns als wir auf ihn. Ja, er kommt runter. Was sollen wir denn sonst mit dem Team machen? Komm wieder hoch, komm wieder hoch. Er kommt. Er geht links rum. Lass kommen. Keine Ahnung. Er bleibt da stehen. Was sollen wir machen? Er wird jetzt von links kommen. Halt mit mir. Halt mal so einen Kuhpik auf ihn. Komm mal hier runter. Halt immer du so einen Kuhpik auf ihn. Mann, Alter. Ja, unsere Leute bluten aus. Entweder wir rennen ja, mal zurück. Ja, das ist egal. Hauptsache, wir gewinnen die Route. Dann können wir nichts machen. Schon alle ausgeblutet. Sollen wir den einfach pushen, aber da ist so ein scheiß Peak, ja. Geht immer weiter vor, lass ihn nicht wieder zu uns laufen. Okay. Was ist los mit dem? Halt einen Kupi, kalten Kupi. Ja, passiert, Amado. Ey, jetzt läuft er noch weiter nach links. Ne, der funkt nur, da, weil er sich besser damit bewegen kann. Oh, die sind ausgeblutet alle. Oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr bewegen. Die sind alle ausgeblutet. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, sie hat diesen Bug wie ich. Ja, nix. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Chill, alles gut. Ich bin nämlich gleich pushed, da bin ich tot. Ich bin da, chill. Ey, ich kann das nicht mehr. Komm, lass einfach runtergehen. Komm, schnell was. Er hat Range gleich. Ey, ich hab nicht mal Range, hier, der Range. Er hittet mich auf Buddy. Geh mal über links vor, komm. Über links? Geh vor. Er hittet mich. Ich hitte ihn nicht einmal. Ich hab ihn nicht. Oh, ist der Kacke. Krass, Digga. GG's, Chat, GG's. Bist du Kacke? Sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark gemacht. Hola, Romanos, hört ihr mich im Funk? Ja. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Und, wie sieht's aus? Wir haben gewonnen. Adriana hat den Tod geknallt. G-Team Jerda. Sehr gut. Ich hab das sehr gut gemacht. Einfach getreut und Feld gewonnen. Ja, Adriana, warte, ich hab das doch richtig predicted, dass du den Tap gibst, ne? Wir haben Wager gewonnen. Einfach hat sie damit gezeigt, dass sie 100% von OGs raus ist. Der Vergeltungsschuss in die Fresse. Genau so. Dann, Romanos, lass uns nicht lange trödeln, Romanos. Alles zusammenpacken, andere neu fresh machen. Seid ihr bereit? Für den nächsten Kampf? Ein Chai auf euch. Jo. Auf jeden Fall. Push zu, die fahren weiter auf euch zu. Die fahren jetzt auf euch drauf. Die fahren auf euch drauf. Warte. Einer ist ganz rechts. Dankeschön. Die fahren auf euch drauf. Einer muss rechts zu dem großen Stein. Wir sind noch nicht aufgestiegen. Ganz rechts zu dem weißen Stein. Wir sind noch nicht aufgestiegen. Ganz rechts zu dem Stein. Hallo, ein Auto, das hast du da unten. Ja, genau. Fahr da rechts zu dem Stein. Ja, ich bin doch hier. Das eine Auto, fahr wieder hoch. Nicht von der Masse. Ein Auto ist ausgestiegen. Bleib zu. Ein Auto ist ausgestiegen. Nein, doch nicht. Ist wieder eingestiegen. Die machen sich hier komplett breit, ne? Den ganzen Dings entlang. Ja, alles gut. Wir sind breiter. Hinter euch sehe ich keinen. Die sind immer noch da an derselben Kuhle wie gerade. Okay, die halten wieder die Kuhle wie eben. Wir haben drei Leute. Die kommt halt noch welche, aber du redest mit mir, halt da noch welche. Die kommt zu dir, nein, da hält keiner mehr. Da hält keiner mehr? Ich weiß nicht, ob es deiner gefühlt weg hat, ne? Wir sind jetzt erste Kuhle. Ja, wir können da fighten. Kuhle halten, Leute. Kuhle halten, drei Leute. Rest Step City rein bei Mr. Taxi. Chill, fighten nicht, Step City. Wir sind hinten am Strand. Kommt alle vom Berg runter langsam. Wir fahren Strand Richtung Motorik und so, ne? Ja. Kommt ihr weg, Charlie? Die fahren letzte Kuhle. Okay, kommt letzte die wieder Kuhle rechts hoch. Wieder letzte Kuhle. Und noch eine Kuhle. Erste Kuhle halten aber noch Leute, ne? Erste und zweite Kuhle. Da ist sogar jemand ausgestiegen. Ey, das Auto, was der erste Kuhle fährt, du bist komplett Dings.
Ich bin das Thief. Alles gut, ja, Bruder, alles mach das Thief. Nicht, Bruder. Ein Auto fährt alleine. Auch. Ein Auto fährt alleine in der Straße von der Tankstelle. Also erste Straße nach Bruder. Ja, bleibt hier einfach ein bisschen. Guck mal, ihr seht doch rechts mit Masse. Den Steinen, Jungs. Da rechts mit den großen Steinen. Wenn ihr das seht, geht da drauf. Geht ein bisschen höher vom Berg, damit ihr sehen könnt, ob Becky kommen kann. Denkt ein bisschen für euch mit, Jungs. Ja, zweite Kuhle halten noch circa 5-6 Leute. Die steigen hier ein. Die, schimmeln, Digga. Die steigen hier aus, die steigen hier aus. Wo? Ey, Bruder. Oben Santamin, also deren Lieblingsberg. Ein Auto fährt Santa Berg, ein Auto fährt große Santa Berg. Geht das hier nicht ein, Yves, ne? Naja. Oder wir haben vier Leute. Ihr habt die Leute in Kuhle geholt, oder? Ein Auto hält hinten. Ein Auto hält hinten Motel. Ein Auto hält hinten Motel. 100%. Bleibt schon hinter mir. Ein Auto soll unten zu diesem Stein gehen. Da, wo diese drei Zacken hochkommen. Warte, ich zeig euch das einmal. Einer zu sollen mit mir kommen. Drei Autos halten noch hinten Richtung Motel, Rest ist oben Miniberg und ein Auto ist Santa Berg, der kommt aber jetzt wieder Santa Querstraße. Wie viele liegen von denen und wie viele von uns, Hermanus? Vier von denen und von uns. Okay, drei Autos sollen hier kreisen bleiben, das kommen wir mit. Ein Auto soll hier Dings reinfahren. Hunger? Kopfschmerzen. Weil er mich pittet, Bruder. Ja, ey, das meintet ihr mir, wenn man pittet, dann passiert sowas? Ja. Die Import, wenn also, fashion, dann mit ja, ist schon in Arbeit, mir Riff! Oh, Entschuldigung. Riff, wo bist du denn, Bruder? Wallah, wir haben uns letztes Mal zwei Stunden im Discord zusammengesetzt, wegen den ganzen Dings da. Riff, Bruder! Hallo, komm, Kacke. Ja, Abo. Dein Handel ist das Auto von ihm, dann fahr hier hoch zu uns. Oder ist das König, wie viele Autos die sind, Bruder? Okay, chillen wir kurz. Okay, die fahren alle hoch, Camperberg. Mierda, was ist das? Sieht einfach aus wie ein Bienennest in Lila. Komm da runter, wo die. Die sind Camperberg oben, Okay, ich kenn's ja den. Ey, also, ich steig gleich, Die fahren wieder nach ganz oben, die wollen. Nein, doch nicht. Die bleiben. Ein Auto fährt nach ganz oben, sodass der Route 68 sehen kann. Obwohl, Houdini, du kannst eigentlich bleiben, wenn die gleich da wieder hoch runterfahren. Die werden auch gleich wieder runterfahren. Ja, ich glaube auch, dass sie zu mir kommen. Ein Auto soll hier mal links, wo ich gerade hinfahre, soll die halten. Einer ist oben zwischen Route 68 und Camperberg. Lass uns das machen. Houdini, Freestyle hat keinen Impact, Bruder. Du holst eine Person, das Auto liegt. Bruder, du verstehst echt. Die sollen absolut nicht hier hochkommen, Bruder. Ja, da sollst du bleiben, da kannst du bleiben. Bleib ich bin doch hier. Ja, okay, aber geh nicht hinter denen oder so. Aber wieso sind alle Autos jetzt mit diesem Stein, Digga? Die haben sich mit der Schnauze in eure Richtung gedreht. Doch mal zu Yves. Ein Auto fährt wieder so, dass der Route 68 sehen kann. Ist jetzt wieder bei der Masse. Ihr seht die Masse, oder? Oha. Ja, normal. Okay, sehr gut. Bitcoin. Hey, wo sind die? Hallo, hört ihr mich? Ja. Ich bin Hang aufgestanden. Ich hol dich. Ja, du hast noch Zeit, Ich hol ihn. Diesen Camperberg um. Ja, toll. Einer fährt ein bisschen hinter denen. Guckt hinter denen Richtung Kleinwagen. Hab ich gelernt, dass sie klein war. Sie haben heimlich geübt, oder? Ja, natürlich. Ja, der Rest ist immer noch beim Camperberg. Der Rest ist immer noch vor Camperberg. Ich sage, lass die einfach tothauen gehen. Wir fahren einfach rein, Mierda, und schießen die alle um. Bam, 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 bam. Hey, wer fährt da? Wer ist das? Geht da nicht so nah dran an die. Die Mugen. Hab mal ein bisschen Respekt, Dicker. Ja, die fahren wieder auf ihre alte Pose jetzt. Ich kann oben Spitze einnehmen, wenn du willst, siehst. Na, das ist Whisky. Wir können dann probieren. Also, wir können die schon pushen. Ich halte hier Ende Airfield, ne? Die können nicht hier moven. Warte, ihr müsstet da das schon. Ein Auto kommt wieder runter zu dieser, oder? Ja, ich weiß. Der kommt ein bisschen näher, immer näher. Okay, ein paar Leute fahren Richtung Kleiderladen. Ja, siehst du, Tarek, die wissen schon. Na Jungs, ich halte nicht mehr lange aus, ne? Ich hab Fieber. Ja, dann lass rein, Damir. Was machst du denn hier überhaupt, Diego? Na, hier ist wichtig, Kriegsvertrag. Diego. Ich hab einmal neben mir alles. Ey, die fahren SG entlang. Okay, Richtung Satelliten. Kommst du Richtung Kaliberg. Gute Besserung für den Bre. Ein Vierer Auto hält noch hier. Die wollen hoch Richtung Kreiselberg. Ja, Vater, die wollen Kreiselberg.
Die sind echt traurig nach dem Polen, Bruder. Die sind traurig. Die steigen aus. Macht euch ein bisschen breit. Die steigen aus. Die sind da oben, Bruder. Das hat von Tyrese gesagt, Richie. Ich weiß, ich kenne den Spruch nicht. Die kommen in dein Left Peak, Bruder. Die sind wieder oben. Die sind der beste Mr. McQueen, ehrlich. Wenn ich welche holen kann, dann von irgendwelchen Peaks mir da. Wollen Sie da bleiben, oder? Nein, nein. Die von VSG, die von VSG. Ja, alles gut. Aber gute Idee, ja. Warte, von VSG. Kommt runter schnell. Da oben hält noch ein Auto, da oben hält noch zwei Autos. Komm mit runter, zwei komm mit runter. Noch. Zwei Autos halten noch, die komm von VSG. Die sind VSG verteilt. Ein Auto, ja, ein Auto und fährt SG einmal komplett. Nein, doch nicht, vergiss komm das. Komm mit. Die sind extra zwischen SG und Satelliten. Ich seh's schon. Wir fahren direkt hoch. Zwischen SG und Satelliten. Komm. Zwischen SG und Satelliten immer noch. Hier ist Volvo. Die sind jetzt, okay, die sind jetzt kurz bei Satelliten. Die sind jetzt kurz vor Satelliten. Kurz vor Satelliten. Komm raus, ne? Komm, lass uns mal stecken. Komm, tritt mal hier. Kurz vor Satelliten. Die sind jetzt bei Satelliten. Links, die fahren Kreiselberg hoch. Oh, die sind genau hier, Maria. Kreiselberg oben. Und haltet ihr nach rechts, Kreiselberg oben. Einer muss links. Lass uns links, Maria, Die steigen hier aus. Ey, unten nochmal einen großen Stein vor Kreisel. Bleib noch im Auto, fahr du noch, bleib noch ein bisschen im Auto. Am großen Stein? Ja, fahr. Genau, hier runter, stopp. Warten Sie. Wo bei uns? Ihr müsst einfach rechts halten. Kreiselberg. Ey, Klausmuggi. Kreiselberg, es laufen Leute runter zum Stein, zur Hilfe. Haltet das nach rechts, komm, mach weg. Es laufen Leute zum Stein, Kreiselberg, halt mal bitte. Die pushen uns. Die pushen Kreiselberg. Ey, die pushen unten den Stein, ne? Die pushen den Stein unten. Komm, nicht. Kreiselberg hält keine Ruhe. Die laufen alle runter. Die laufen alle durch den großen Stein. Die kommen aber nur im großen Stein. Die laufen großer Stein über rechts. Die laufen großer Stein über rechts. Hinter dir. Die laufen rein. Komm, die laufen noch weiter, die laufen scheint geradeaus weiter. Jetzt auf Airfield, die sind auf Airfield. Der rennt jetzt. Pussy, fick den. Fick den mal, Digga. Boah, was ist das für ein Kampf? Der liegt auch unter, hinten bei dem anderen Stein noch einer. Ich hab drei. Ja, hinten an den Stein sind noch welche. Welche Stein? Großer Stein ist noch einer. Großer Stein ist safe noch einer. Ja, geht mal drauf dann, Digga. Verkauf den mal nicht. Komm. Komm. Haut den mal, Junge. Wo ist der? Drei Leute, komm. Wo ist der? Vorne. Ich seh den, warte. Boah. Sehr schön. Hier ist noch einer. Ja, hier ist noch einer, safe. Ja, groß denn. 3 gegen 1 oder was? Oder 4 gegen 1 oder 5 gegen 1? Du bist besser. Er ist tot. Sehr schön. Diese Opfer, Junge. Wie krass sind die Fights gewesen? Hier oben ist der Video. Ja, GG's in den Chat für beide Seiten. Sehr schön, meine Brüder. Wie krank scheiße war dieser Kampf, gut, Mann. Oh, Digga. Allah, war der geile Fight. Hier liegen schon ein paar richtig lange, ne? Und das, ich sage euch ehrlich, egal was ihr denkt über Ego, ich glaube, ich will mich nicht zu. Kann auch sein, dass ich irgendwann meine Meinung ändere, aber ich glaube, Ego ist der Weg im Auto. Sage ich ehrlich, wie es ist. Deswegen habe ich letztes Mal gesagt, Ego sollte auch lieber drinnen bleiben. Bro, die sind so schlecht, Jungs. Genau so, Digga. Wer sind die? Nein, ihr seid einfach nur besser. Na gut, Romanus, sehr, sehr gut heute gemacht. Wir haben die echt gebrettert, Mirda. Ich bin von, hast du gesehen, Mirda? Maria Mirda, von dort, wo wir hingegangen sind, da habe ich einen geholt. Bam, bam. Direkt in die Fresse geschossen. Bam, bam. Hast du da auch einen geholt? Ja, habe ich. Also das Bingo und Kali ist heute auf jeden Fall erfüllt worden. Der Backstep. Ich habe gesagt, hab einen. Sie haben gesagt, Mirda, pushen wir jetzt den Berg. Das stimmt wirklich. Jetzt wechsel deine verschissene Maske, Mogi.
Ja, wieso? Was soll ich denn anziehen? Durch meine die Maske, die sind ja alle. Zieht mal alle eure Masken an. Ich glaube, gleich kriegt jemand Blattouts. Glaub's nicht. Grüne Maske. Ich hab gar keine. Ja, das ist voll. Okay, ja, das aber irgendwie dazu passt das heute. Das stimmt. Überschick, oder? Überschick. Kämpfst du noch heute? Ich hab mir ein paar Gedanken gemacht. Nein, nein, das ist doch mein Erkennungsmerkmal. Okay, gute Nacht. Aber Elf, du bist sowieso. Gute Nacht, Hermann und Diego. Du bist sowieso niemand, der so. Du bist nicht einer von diesen Haufen scheiße Kleidungsleuten, sieh? Nein. Ich hab das bei dir gemerkt. Du ziehst eigentlich dich gut an. Natürlich. Seriös? Du bist im Herzen ein Kali. Wir ziehen uns doch alle gut an, Mr. Bitcoin. Ja, ich weiß nicht, weil heutzutage mehr bei den Leuten Geschmack hat was damit zu tun, wie man sich am meisten die Fresse einschmiert. Und irgendwelche komischen Sachen, mir am liebsten noch so eine Rose auf meiner Schulter tragen, so komische Sachen, Mirda. Schau mal. Ja, meine Tattoos haben eine Bedeutung. Ich schwör's dir, Mirda Malia ist die heftigste Gambo-Frau, die ich kenne, Mirda. 100% immer. Diese, die hat genau diesen Stil, Mirda, von Dings da. Was habe ich jetzt aber an Gambo an mir? Sie fehlen noch blaue Haare. Sie muss ihre Haare noch blau machen. Wer bist du hier, der neben mir steht? Distanz. Ich bin's. Zaza? Der Zaza. Da muss ich mal mit Jerry und mit Nora reden, sie? Wieso? Komischerweise sehe ich euch beide immer zusammen, Malia und ich. Ich schwöre mal. Alles gut, Mano. Ich hab da schon was. Ja, nein, nein. Wir machen Fitna wirklich. Mirda immer fragt Zaza, Mr. Bitcoin, kann ich mit Malia ins Auto? Ja, Mirda, mal. Malia, du siehst aus wie Ding. Sie sieht einfach aus wie Pelikan, bloß in weiblich, Mirda. Der hat immer die gleichen Sachen. Ich werde einfach gemobbt hier. Wer bist du hier? Du brauchst noch rote Haare, dann... Ich, Eli, ja. Eli, aber das passt nicht zu dir. Du bist nicht mal gut, Mirda, dass du diese Sachen machen darfst. Was, Eli? Nein, helf mir doch mal mitzumachen, Mirda! Das ist doch nur Spaß! Ja, Eli, du bist richtig kacke, Junge. Das macht Eli aber sympathisch. Mirda macht die Kacke aus dem Gesicht. Eli ist wirklich... Ich finde seine Kopfhörer ganz lässig. Lässig. Eli ist wirklich... Ich weiß doch die ganze Zeit gute Worte zu finden. Eine Chuchi. Haben Sie gesehen, wie Playboy Carti Coin aussieht? Playboy Carti Coin, wer soll das sein? Hier ist der Evil Das ist Pelikan, aber Pelikan hat seinen Namen. Ah, ne, wo ist Pelikan? Das ist Pelikan, los. Wieso nennt er sich so wie die mir? Da warte mal, das heißt, wenn er hier eine Familie hat, der haut ab. Der geht sofort zu Sydney Evica. Ja. Er sieht auf jeden Fall so aus wie er. Wie, auch in echt? Das ist, ja. Ist er auch wie Jerry? Nein, ist er nicht. Maliala. Pelikan ist Türkei. Wo ist Jerry eigentlich schon wieder? Warte mal, du stehst hier die ganze Zeit? Ja, klar. Ja, und sie machen Fitness. Hast du Jerry Sache gesehen? Ey, wo ist Jerry? Jerry, zeig mal her. Ja. Ich will das niemals. Zeig mal deine Haare. Mach aber vorher Maske. Jerry hat einfach Pin. Nein, das ist weiter. Pinselaufkopf. Okay, das ist nicht mehr lustig, Jerry. Ich hatte Typveränderung. Typveränderung, Hermano. Er hat eine Typveränderung jeden Tag. Hermano, weißt du, wie du aussiehst, als ob dich die Blatz von damals mir da mitgenommen haben und dich gezwungen haben? Einmal bitte die beschissenste Frisur für ihn hier. So siehst du aus. Mr. Bitcoin, wenn er da sein Durag auszieht und so rumläuft, wissen sie, dass er ernst macht, ja? Sieg oder Spielerbruch. Ja, das ist Sieg oder Spielerbruch. Jerry, willst du eine Haartransplantation machen bei ganz Er hat er ja, schon, hat er schon. Ihr seht doch meine Hairline. Da wachsen bald noch Haare raus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Mirda. Und du hier? Das ist Gontels Sohn. Hi, ich bin Julian. Julian. Einfach kurz neue Vorstellung. Wie gefällt dir bis jetzt Kali, Julian Romano? Sehr gut. Weil wir gewonnen haben, warte ab, bis wir im Bruch sind, Mirda. Da willst du sagen, Mr. Bitcoin, ich wollte dir nur sagen, ich werde jetzt außerhalb ein bisschen mehr Zeit verbringen. Dann wir nächsten Tag, wir sehen uns in Satudara. Also, oh, gute Nacht, Freunde. Ciao, ciao. Wohin, Kalle Kicker? Schlafen. Kalle Kicker. Kalle Kicker. Gute Nacht, Romano. Nein, ich wollte eigentlich sagen, Kakla Kicker. Bueno, Hermanos. Ich werde jetzt schlafen gehen. Sind Sie nächsten Tag jetzt öfter da, Mr. Bitcoin? Halt deine... Ich habe angesagt, Mirda, dass ich in diesem Monat nicht so viel hier wach sein werde. Aber ich versuche immer genau diese Uhrzeiten so zu machen, mäßig. Aber manchmal halt kann ich nicht auch in diesen Uhrzeiten hier sein. Ich muss immer abwechseln. Wer? Ich hab gefragt. Machen Sie so, wie es passt. Du bist ein Belieben, du würdest uns kriegen. Wir führen die Kriege, wir stehen, wir liegen. Die Omjas müssen dich mal schnell therapieren. Diego's Trash-Talk ist die Crack konsumieren. Oh, Schmutz, Bruder!